Ja, gute ihr lieben Eckerlein. Ihr seht, ich sitze hier vor meinem Brucer und bin gerade dabei, die Socke vom Hotend auszutauschen, weil die schon ziemlich durchgerockt ist. Die habe ich schon ziemlich lange drauf. War auch die, die ursprünglich mal mit irgendeinem Hotend, was ich bei E3D bestellt hatte, die hatte ich draufgepackt. Und ich wollte einfach mal in diesem Video euch zeigen, warum man entsprechend so eine Socke braucht, wie man sie wechselt oder wie ich sie wechsle und warum ich der Meinung bin, dass man so ein Teil unbedingt braucht. Grundsätzlich ist zu sagen zum Wechseln, ich habe jetzt das Hotend mal ein bisschen hochgefahren auf genau 180 Grad und habe die Z-Achse einfach mal angehoben, dass ich unten besser dran komme. Das ist so mit der erste Schritt, den ich immer mache, denn obwohl die Socke dran ist, kommt immer wieder Material unten ans Hotend dran, was dann beim Auskühlen halt eine Art Kleber ist und die Socke quasi festhält. Deswegen immer ein bisschen anheizen, dass das Material locker wird und dass man es einfacher abbekommt. Warum braucht man so eine Socke? Da gibt es meiner Meinung nach zwei wichtige Gründe. Der erste Grund ist ein Problem, was entstehen kann, was wir auch in der Schule hatten, dass durch Überextrusion oder vielleicht, weil der Extruder gerade ein bisschen spinnt oder der Drucker gerade ein bisschen spinnt, wenn viel Material hier unten rausfließt und sich ein riesen Block bildet und das Hotend in diesem Block stecken bleibt, das wieder abzubekommen, ist eine riesen Sauerei. Hatten wir aktuell im letzten Schuljahr in der Schule gehabt bei einem Drucker. Da war der Marco Schweizer wirklich ein ganzes Wochenende mit beschäftigt, mit der Heißluftpistole entsprechend das Zeug wirklich so wieder runterzukriegen, dass das Ding wieder halbwegs nutzbar ist und halbwegs normal aussieht. Bei einer Silikonsocke, ja okay, macht man das Ding ein bisschen heiß, versucht es abzuziehen und eigentlich sollte laut Hersteller, laut E3D, das Material nicht am Hotend stecken bleiben und auch nicht im Material stecken bleiben. Der zweite Grund, den ich viel wichtiger finde, ist, dass ich auch speziell mit diesem Drucker hier schon am Anfang Probleme hatte mit einem Thermal Runaway. Das heißt also, Thermal Runaway bedeutet, das Hotend wird aufgeheizt vom Drucker, der Lüfter bläst drauf auf das Objekt angeblich, die Luft prallt am Druckbett ab und kommt wieder aufs Hotend drauf. Das dauert eine halbe Minute ungefähr, dann fängt er an wieder hochzuheizen, wird wieder abgekühlt durch das Hotend, heizt wieder hoch, wird wieder abgekühlt und im Endeffekt pumpt der Drucker mehr und mehr Strom in das Hotend rein, um das am Leben zu halten, um die Temperatur am Leben zu halten. Und irgendwann schaltet der halt ab. Das ist ein Sicherheitsmechanismus, den Brucer Gott sei Dank eingebaut hat. Es gibt ein paar chinesische Drucker, die es noch nicht machen. Und das führt dann halt dazu, dass mehr und mehr Strom reinfließt. Und je mehr Strom reinfließt, desto gefährlicher wird das Ganze. Und deswegen ist da so ein Sicherheitsmechanismus drin, dass Brucer gesagt hat, okay, wir schalten ab einem gewissen Punkt ab. Das soll natürlich generell nicht passieren. Und genau deswegen braucht man solche Socken. Die Socken sorgen nämlich dafür, dass das Hotend quasi von der Umgebung ein bisschen abgekoppelt wird und solche Lufteinströmungen oder sowas in Richtung halt nicht so einen großen Einfluss auf das Hotend haben. So im Prinzip der gleiche Effekt, wie wenn ihr euch im Winter ein bisschen dicker anzieht, genau das gleiche passiert da auch. Genau. Insgesamt verspricht der Hersteller, also E3D, sich davon, dass man damit sauberer drucken kann, das ist das, was ich eben gesagt habe, dass nicht so viel Material am Hotend selbst kleben bleibt, dass man damit noch ein bisschen heißer drucken kann oder auch schwierigere Materialien drucken kann, weil halt durch die Objektkühlung halt nicht so viel Luft an das Hotend kommt und dass man halt auch dadurch schneller drucken kann. Ob man ihn schneller drucken kann, wage ich zu bezweifeln, ist mir aber auch in der meisten Hinsicht egal, weil ich selbst solche Teile hier recht langsam mit maximal 50 mm pro Sekunde drucke. Wenn es Figuren sind oder so in Richtung, drucke ich die sogar noch langsamer bei 30 oder 35 mm, von daher ist es nicht so schlimm. Genau. Ich würde sagen, das Hotend ist aber aufgeheizt, das merke ich. Und ich hole es jetzt einfach runter. Ihr seht, das war relativ einfach. Hier innen drin ist das Ganze ziemlich eklig, sieht ziemlich eklig aus. Ich bin der Meinung, wenn man es sauber macht, könnte man es sogar noch eine Weile benutzen. Allerdings sehe ich jetzt hier unten drunter, dass das Hotend ziemlich, naja, durchgehend schwarz aussieht. Ich weiß zwar, dass meine Nozzle halt eine harten Steel Nozzle ist, die von Natur aus schwarz ist, aber der Rest vom Heizblock sollte eigentlich schön silber sein.
Dafür habe ich jetzt den Knüll hier. Das heißt also, ich werde jetzt gleich mal mit der Bürste, mit der Messingbürste hier unten drunter gehen und werde versuchen, das Ding ein bisschen sauber zu bekommen. Vorher schnappe ich mir noch eine Pinzette und versuche die Kleinigkeiten oder die großen Klumpen erstmal abzuziehen. Und danach kommt die neue Socke wieder drauf. Ich würde sagen, ich baue die Kamera ein bisschen um, dass ihr ein bisschen besseren Blick auf das Hotend habt. Und dann fangen wir an, das Ganze halt sauber zu machen und die neue Socke drauf zu packen. In diesem Sinne, bis gleich. Nochmal zum Vergleich, wie denn die alte Socke ausgesehen hat. Das ist sie ziemlich eklig, würde ich sagen. Und dazu im Vergleich, wie die neue Socke aussieht. Natürlich neu, fresh und shiny. Und hier sieht man auch am Hot End schon hier oben, dass es ziemlich eklig ist. Ja, so, und weiter geht's. Ich habe jetzt mal ein anderes Objektiv draufgepackt. Im Prinzip gehe ich jetzt hin und werde noch mal hier unten am Hot End ein wenig versuchen, den ganzen Dreck, der da dran ist, abzubekommen. Vielleicht werde ich auch noch mal ein bisschen das Hot End ein bisschen höher drehen von der Temperatur her. Ich finde, es ist wichtig dabei, nur das Hotend entsprechend hochzufahren und nicht das Druckbett, weil auf dem Druckbett muss man sich auch irgendwie ein bisschen, wenn man da mal drankommt und es ist auch ABS hochgeheizt oder so in Richtung, verbrennt man sich relativ schnell die Stelle, an der man dran ist. Ja, und das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Kaum ist es ein bisschen wärmer, geht es auch schon besser ab. Genau. Und schon sieht das richtig gut aus. Ich würde sagen, das ist auch soweit okay. Hier vorne noch ein bisschen. Und hinter der Seite noch ein bisschen. Ja, perfekt. So, kaum haben wir das gemacht, fahre ich die Temperatur mal wieder runter. Ja, runter meine ich. Genau. Kann ich jetzt hingehen und kann quasi die neue Socke draufpacken. Das heißt, ich gehe hin und schiebe die jetzt einfach hier drauf, drücke die mit der Pinzette noch mal ein bisschen fest und drücke die mal hier so durch, dass die wirklich schön aufsitzt. Ist jetzt nicht das spannendste Thema, aber im letzten Stand, ich habe mich ein paar Leute gefragt, warum man das denn überhaupt braucht. Genau deswegen mache ich das Video, da es anscheinend noch ein paar Leute nicht wissen. Ich finde, es ist ein unscheinbares Teil, aber ein sehr wichtiges Teil. Und da das jetzt richtig schön montiert ist, da das jetzt wieder richtig schön sauber und ordentlich aussieht, können wir auch dann direkt den nächsten Druck starten. Ich wünsche euch ein schönes und druckreiches Wochenende. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Happy Printing!